Okay. Ja klar, Respira gibt einfach mal ein paar Berge, ist klar. Ja, Sigi. Was? Was bist du denn? Nun lass uns darüber reden. Weißt du, ich habe mich immer gefragt, warum überquerst du die Straße? Hör mal, du machst mir keine Angst. Unartiges Ding. Ein Ei? Jetzt bin ich sicher, dass es sich um das letzte Exemplar der Spezies handelt. Ja, nimm mit. Ah, Kontrolle haben angeraucht und wärmst das Ding weg. Eine Feder. Basiliskenfeder, Menschenskind. Auch mitnehmen. So. Geht's hier lang? Nein. Okay, da lang. Weiter? Vielleicht da hoch? Hä? Dunkler Wald. Uiuiui. Vielleicht sollte ich jetzt die Melodie meines Lieblingslieds summen. Vielleicht sollte ich jetzt die Melodie meines Lieblingslieds summen. Ja, tu das. Oha. Vielleicht sollte ich jetzt die Melodie meines Lieblingslieds summen. Ja. Das wäre eine gute Idee. Unbekannt, vielleicht giftige Spinne. Vielleicht sollte ich jetzt die Melodie meines Lieblingslieds summen. Alles klar. Das funktioniert. Okay. Okay, hier ist dasselbe. Gespenstische Pilze. Vielleicht sollte. Okay, ja, da will nur seine Lieblingslieder summen. Ein, fleischfressende Eule? Was? Iba! Das ist übrigens so eine Sache, die hasse ich, wenn das passiert. Du läufst und dann ist das so, fliegt dir so eine Spinnenwebe ins Gesicht. Vielleicht sollte ich Ach. jetzt die Melodie meines Lieblingslieds summen. Okay. Das funktioniert. Okay. Oh, ist das jetzt okay. Nanny Ochs Heim nehme ich an. Ach, hier wohnt also Nanny Ock. Kräuter? Kristallkugel. Kessel. Ja. Nun, einige der Kräuter scheinen meinen Blick zu erwidern. Kann ich Das funktioniert nicht. Okay. Kessel. Mal gucken. bei Offlers Innereien. Das Ding enthält eine grässliche gelbe Masse, abscheulich, dämonisch und. Oh nein, einen Augenblick. Es ist nur Pudding. Oh, geil, nimm mit. Das funktioniert nicht. Warte mal, du hast doch hier Topf. Nimm. Jawoll! Bin Das dir. funktioniert nicht. Ach, schade. Das war jetzt. Ja, komm. Ja, ein Krug Pudding. Gönn dir. Das funktioniert. Ja, toll. Stärke. Nicht, okay. Was haben wir noch? Kristallkugel. Nun, wohl eher Quarz als Kristall und keine Kugel in dem Sinn, mehr ein Klumpen. Aber vermutlich funktioniert das Ding trotzdem. Ja, nimm mit. Das funktioniert nicht. Oder lass liegen. Haben wir noch etwas? Okay. Da ich jetzt auch wirklich langsam extrem müde werde und ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden Discord ich jetzt aufgenommen habe heute. Also alles, was ich bisher hätte, es war alles ein Tag, was ich aufgenommen habe. Uff. Und ich bin langsam auch ein bisschen bräsig im Kopf. Obwohl ich komme echt verdammt gut voran. Na dann, ich mache noch einmal. So, und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, nächsten Folge. Gleich, wie gesagt, ich habe das gerade.
Den Spruch habe ich keine Ahnung zum vierten oder keine Ahnung, wie oft gesagt. Keine Ahnung. Ich wiederhole mich. Ja. Bis gleich oder bis in der nächsten Folge. Je nachdem. Tschüss. So, und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde Discworld. Das, immer noch Rincewind? Was glaubst du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Ich bin ein mächtiger Zauberer. Jawohl, ich kann dich in eine dumme, hässliche Kröte verwandeln. Potzblitz, es hat funktioniert. Und das war's mit der mit der kleinen Runde Discworld. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich verziehe mich mal. Tschüss. Nein, was hat er denn beim letzten Mal gemacht? Okay, wir hatten die Kräuter angeguckt. Es liegen wieder ein paar Stunden zurück. Eine Tüte Schlaf und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was abging. Ich verpiss mich mal ganz schnell. Der Wald ist mir nicht geheuer. Tschüss. Geh weg. Geh weg. Kann ich jetzt? So. Haben wir hier noch etwas? Also, falls jetzt. Kommt Schulzwind jetzt hierher, oder? Okay, kommt er nicht. Oder? Was? Was macht das denn? Hä? Ja, gehen wir wieder zurück zu Ankh-Morpork. Das ist ja. warte mal. Ist das jetzt immer noch. Eine Kiste? Ich möchte gern mal. Kann ich? Das funktioniert nicht. Schade, so ein kleines Feuerwerk unterm Arsch. Das wär's doch mal, oder? Okay, gut. Dann gehen wir wieder. Platz. Ach ja, das war ja hier. Und da hängt ja jetzt der Koch. Stimmt. Nee. Hatten wir alles, glaube ich. Straße. Ja, etwas. Oh! Ah, erstklassige Kinkerlitzchen, kleine Schneeväter und andere Puppen. Oh, nimm mit. Oh. Wie ein Weihnachtswind. Oh Mann. Na, hervorragend. Ein Tontopf mit klumpigem Pudding. Ja, Alter, was willst du mehr? Jetzt haben wir eine Puppe. So brauchen wir eine Puppe. So. Du, lass uns mal in Ruhe. Du willst da irgendwas zu. Der Typ, ey. Kaviar! Man sehe sich nur die Größe an. Sicher handelt es sich um klatschianischen Störrogen. Rogen. Das funktioniert nicht. Schade. Kann ich. Glaube. Ja, so ein bisschen Mais. Das funktioniert nicht. Okay, gut. Ah, meine. Na, ist da. Kann man da irgendwas reinlegen? Bisschen Dünger, komm. Das funktioniert nicht. Doch, mit dir funktioniert auch gar nichts, ne? Die Popohose, ja, ganz bestimmt nicht. Müll. Ja, Müll. Peter, ein Ei, ein Topf, Pflaumen. Oh, na, hier Pflaumen. Nü.
Was? Was ist das bitte schön? Also ich weiß, ja, Pflaumen und... Ja, ich kenne so ne, die... Aber eine Pflaume und die wirkt sofort. Und du kriegst sofort den Schiss. Oder so der flotten Otto. Was war das bitte schön für eine Pflaume? Das funktioniert. Hallo? Eine Toilette mit Absicht gebaut? Nein, ich kann es nicht. Gürtel? Robuster Gürtel mit einer prächtigen Goldschnalle. Gold nimm mit. Ah ja, nun, das überlasse ich dir. Was? Schade. Fischhändler. Ein interessanter grüner Farbton. Das funktioniert nicht. Kann ich... Den Gürtel klauen? Das funktioniert. Nee. jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn auf dem Pott. Aber. Okay. Warum haben. Hä, bringt das? Okay, die Pflaumen haben wir noch. Kann ich. Immer noch? Ach, lass uns doch keinen Unsinn machen. Ach, warum denn nicht? Oh, eine Puppe des fröhlichen Schneevaters. Na gut. Okay, wahrscheinlich müssen wir das ein andermal machen. Huch! Hallo, fröhlichen Schiss gehabt? Guten Morgen, Fischhändler. Heute geht's ziemlich hektisch zu. Der Rochen dort drüben versucht dauernd zu entwischen, ne? Zu entwischen? Glaubt er vielleicht auf trockenem Land überleben zu können? Tja, es ist ein besonders hoffnungsvoller Rochen, Herr. Ich glaube, du hast zu viele Fischeier gegessen. An Fischeiern gibt's nichts auszusetzen. Meeresfrüchte sind sehr gesund. Ist Kaviar nicht sehr teuer? Ich bin gern bereit, viel Geld dafür auszugeben. Immerhin eignet sich Kaviar gut, um Kunden zu angeln. Schluss mit den Wortspielen. Zauberer konnten noch nie. Sag's nicht. Oh, ich bitte dich. Fallen dir etwa keine passenden Antworten ein? Du sollst aufhören. In meiner Zunge haben sich bereits Knoten gebildet. Suchst du nach den richtigen Worten? Zappelst du rhetorisch wie ein Fisch im Netz? Oh Mann. Kleinen Moment. Was ist denn hier mit OBS? Was da los? Okay. Ach Mann, bei mir läuft ja auch gar nichts glatt. Ah, okay, dann komme ich eben später bei dir wieder vorbei. Der Typ. Hallo? Ich bin schon geredet. Es tut überhaupt nicht weh. Weit aufmachen. Ach ja, ich erinnere mich. Schatz! Weit aufmachen! So. Couch. Aus irgendeinem Grund gelingt es ihr nicht, Entspannung in Aussicht zu stellen. Das funktioniert. Okay, Friseur, Stuhl, Apparat, Bild, Diplom. Okay, dann gehe ich mal wieder. Tschüss. Halt die Rundsteifkeule. Okay, Versteck. Gasse. Aber war hier nicht. War hier nicht ein Stall? Ach, hier. Hier war der Stall. Ach hier, komm, willst du Pudding? Das funktioniert. Ach. Komm, klumpiger Pudding. Nee, das hatte ich ja schon. Ein prächtiger kleiner Krake. Oh, ja. Ein hübscher, stabiler Bilderrahmen. Kann ich mit dem Bilderrahmen überhaupt anfangen? Das ist ja auch so ein Ding.
Wirtschaft. Nee, das, ach nee, das sind wir ja durch. Da haben wir ja schon den Passierschein. Versteck. Park. Ist auch nix. Puh. Unsichtbare University. Kann ich die Frösche wieder mitnehmen? Tatsache. Ja, dann. Warum nicht? Nimm. Mal gucken, was habe ich denn alles? Truhe? Es ist peinlich. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich dich nach draußen mitnehme. So. Okay, wir haben eine Leiter, Schraubenzieher, eine Pumphose, warum? Wofür auch immer. Ein Krakenbild, ein Eselplüsch, Bindfaden, Dünger, Knallkörper, Feuerwerkskörper, Stärke, Mehl, Mais, Banane, Schaumbad, kleines Fass, ein Krug, Streichhölzer, Stärke, Mülltonne, Schmetterlingsnetz, Schmetterling, Lakenei, Feder, Trommelstock, Pflaume, Frosch, Topf, Pudding, Puppe, Pudding. Warte mal, kann ich Stärke vielleicht jetzt mit Stärke Mehl? Das funktioniert nicht. Ach komm! Ja, Rizzle hat nur sein, Na! Oh, der hat... Achso, den Passage haben wir... Ja, den haben wir wahrscheinlich schon, benutzt. Fahrt, ist da noch was? Ich hab mir. Muss ich vielleicht noch irgendwas in der Vergangenheit machen? Bibliothek. Hast du da irgendwelche Infos? Hast du nicht. Eine gute Okay, hast du nicht. Okay, du bist uninteressant. Erste. Okay, dann gehe ich halt da wieder rein. Ach, Quatsch, nicht da rein. Falsches Loch. Schatz, falsches Loch. Ja. Warum gab es da keine Soundeffekte? Also zumindest keinen Bzzzt. Ja. Ist es jetzt eigentlich ein bestimmter Zeitpunkt oder ist es dann jedes Mal, wenn ich halt hier reinkomme? Weil, kann der Dieb vielleicht nochmal kommen? Oder, weil ich meine, das Ding ist ja offen. Zum Beispiel sind die Laufwege ein bisschen komisch. Hä? Oh! Ich wollte jetzt. Oh, da. Oh. Tatsache. Kann ich jetzt. Nein, ich. Ach so. Zum Versteck. Das funktioniert. Abfluss. Oh. Ich wünschte, ich könnte den Empfang an diesem Ding einstellen. Hallo? Psst, sei gegrüßt, Bruder Türöffner. Pförtner! Türöffner, Pförtner, wo ist da der Unterschied? Nun, ich muss die Tür jeden öffnen, der hier erscheint. Du könntest ein Spitzel sein. Ein Spitzel? Es wäre möglich, oder? Vielleicht bist du ein sehr schlauer Spitzel, der sich gut getarnt hat.
Öffne die verdammte Tür. Wie lautet die Parole? Na schön, komm etwas näher. In Ordnung? Verdammt! Nein. Was? Du hast Sarg Simons vergessen. Öffne die Tür oder ich bringe dich um. Ah, die andere Parole. Was? Ich probier's einfach mal. Auf gut Glück! Moin! Hallo? Sei gegrüßt. Ja, sei gegrüßt, Bruder Pförtner. Hey, warte mal! Du bist nicht richtig angezogen. Dir fehlt schwarze, unheilvoll wirkende Kleidung. Warte mal, kann ich vielleicht irgendwie... Moment, geht das so als Resonanz so anhören? Das funktioniert nicht. Okay, wir müssen wahrscheinlich jetzt immer wieder durch diesen Raum und Zeit da gehen. Oh Gott, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen rumschneiden müssen, damit wir nicht jedes Mal die Animation haben. Okay, wir müssen jetzt dann sehen, dass wir ihn von dort belauschen. Und wir brauchen halt... warte mal, der Schmett... Truhe! Kommst du jetzt mal her? Okay, dann eben nicht. Schmetterling. Oh, der kaum gefleckte Zitterfalter. Okay, den brauche ich vermutlich hier nicht mehr. Schatten will er noch nicht. Hier brauche ich auch nichts mehr.